Okay. Ja, da muss ich aufpassen, dass mir nicht die Tränen kommen. Das ist meine Mama in unsere alte Wohnung. Mit alten Fotos von ihr, als ich noch jung und hübsch war, und meine Frau. Also ich habe überhaupt keine Symptome gespürt. Mir ist wohl gegangen. Ich habe aber ziemlich viel abgenommen. Dann bin ich zu meinem Hausarzt gegangen und er hat gesagt, ja, also so viel abnehmen in so kurzer Zeit, da muss etwas nicht stimmen. Und er hat mir die erfreuliche Nachricht gegeben. Ich habe einen Tumor in der Röhre, in der Speiseröhre. Und da hat man mir gesagt, los, ja, der Tumor ist nicht allzu schlimm. Sie haben eine 70% Überlebenschance. Und das ist für mich einfach 30% zu wenig. Aber mit dem konnte ich leben. Und dann hat mir der Arzt gesagt, ja, es sieht nicht sehr gut aus. Aber ich habe noch einen in der Zunge. Und das war dann der zweite Schock. Ich dachte, ja, jetzt müssen sie aufhören zu suchen, sonst finden sie noch einen dritten. Ich habe schon also am Sterben gedacht, das könnte passieren. Aber jedes Mal, dass ich Vollnarkosen bekommen habe, hatte ich das Gefühl, ich verwache nicht mehr. Und jedes Mal bin ich wieder verwacht. Also. Aber man denkt schon an Sterben. Aber vom Sterben habe ich eigentlich nie Angst gehabt. Vom Leiden schon. Aber Sterben macht mir nicht Angst. Was mir dann recht bewusst war, ist, als mir die Krankenschwester gebeten haben, meine letzten Wünsche zu äußern, falls dass mir etwas zustoßen würde. Was würde ich mit meinen Organen machen? Dann ist mir schon bewusst, oh, jetzt wird es ernst. Und ich habe gesagt, wir können machen, was sie wollen mit meinen Organen. Nur die Augen dürfen ihr nicht annehmen, anlangen. Alles andere könnt ihr haben. Wir sind da in meinem Zimmer, also in dem Zimmer, wo ich ein paar Wochen gelebt habe. Und das ist meine Lesenecke und mein Aussichtspunkt vom Balkon. Da habe ich mich ein bisschen die Gedanken geweckt und ein bisschen die Leute beobachtet. Im Moment geht mir das ein bisschen hoch. Es kommt ein bisschen diese Zeit, aber geht schon vorbei. Hallo! Meine Tochter hat mich täglich besucht, sie arbeitet gerade nebenan. Und am Abend meine Frau und meine anderen Kinder. Also das war Sicherheit. Ich wusste, die sind da, ich könnte die Hand rausgeben, wenn mir etwas ist. Und es war immer jemand da, um sie zu heben. Das war meine wichtigste Bezugsperson während dieser Zeit. Er hat immer, auch wenn ich geschlafen habe, weiß ich, er hat reingeschaut, ob es mir gut geht. Und ich muss sagen, also, mir kommen jetzt fast die Tränen. Er ist ein toller Kerl. Wir haben durch so, dass ich ihn lang betreut habe, haben wir so viel aufbauen, haben miteinander geredet. Das hat mich schon berührt. Oder? Je mehr ich ihn betreut habe, je mehr war ich so mit ihm verbunden einfach. Und das ist eine Bereicherung für mich, die Leute kennenzulernen. Also das ganze Team, wirklich. Wenn ich
Also wir sind jetzt hier in meinem Lieblingsspitalrestaurant und ich bin ein paar Mal da gewesen. Ich konnte hier mal nur in die Karte schauen. Und als ich es bestellt habe, konnte ich nichts essen, weil ich einen sehr grossen Kontaktschmerzen hatte. Und ich freue mich, heute werde ich das unglaublich geniessen, das Essen. Jetzt kann ich wieder. Also ich höre mehr auf meine eigenen Bedürfnisse. Ich höre mehr auf mich, was mich wichtig ist. Also Lebensqualität ist für mich, nach dem, was ich erlebt habe, am Morgen aufwachen, und zwar schmerzlos. Das ist sehr wichtig. Und es war ein wenig lang nicht der Fall. Ich hatte immer Schmerzen und ich habe immer gehofft, morgen wird es besser. Und morgen war immer noch gleich. Aber ich wusste, der Tag kommt. Und der Tag ist gekommen. Es ist zwar ein bisschen lang gegangen. Und das schätze ich, wenn ich jetzt aufwache, die Sonne scheint und ich bin schmerzlos. Das ist für mich Lebensqualität.